Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute Chili con Carne machen, aber nicht mit Hack, sondern mit Tofu. Also vegan das Ganze. Ich glaube, das wird eine ganz witzige Nummer werden. Probieren wir es halt einfach mal aus. Seid willkommen und schaut zu, wie wir das machen. And all I feel is blue. Wir haben ein paar Sachen eingekauft. Wir haben ein bisschen Chili am Start. Wir haben eine Zwiebel, das Tofu, Pfeffer, Salz, ein bisschen Öl zum Braten, die Kidneybohnen, ein bisschen Mais, Paprika. Ja, und alles Weitere findet sich dann gleich beim Machen, glaube ich. So. Als erstes jetzt mal schnell den Knoblauch platt schlagen. Smash and dash. Dann schön klein schneiden. Und dann gleich die kleine rote Chili hinterher. Zwei Stück. Und dann müssen die richtig klein gehackt werden, damit da nicht so große rote Lappen rumfliegen. Jetzt nochmal schnell eine Zwiebel klein schneiden. Jetzt habe ich schon mal die Pfanne angemacht, tue da mal ein bisschen Öl rein. Und dann bröseln wir da gleich, wenn das Fett heiß ist, da den Tofu rein. Das wird so ganz klein und körnig und dann kann man das schön gleichmäßig braten. Das ist verhältnismäßig nass. Das heißt, es braucht auch verhältnismäßig lange, bis das fertig ist. Weil das halt die Flüssigkeit da erstmal rausgebraten werden muss. So, jetzt tun wir da schnell die ganzen klein geschnittenen Sachen rein, die Zwiebel, die Chili, den Knoblauch. Das muss schön gleichmäßig dann gleich vermengt werden und dann kann das gleichmäßig schön angebraten werden, bis der Tofu dann schön braun ist. So, jetzt haben wir das Tofu schön angebraten. Das dauert einen kleinen Moment, bis das richtig schön durch ist. Und jetzt fülle ich das gleich um in den Topf. So, Topf aufs Feuer und die Sachen da hinein. Jetzt nehme ich wieder Whisky, wie ich das ja häufiger mache, und lösche das einfach mal richtig ab. Das muss nicht der teuerste Whisky sein, den es gibt. Einfach Mittelklasse. Kidneybohnen muss man gut spülen, damit der ganze Sud, der da unten in der Dose drin ist, dass der halt weg ist. Das schmeckt nicht gut. Und dann kann das mit dazukommen, ab in den Topf. Und dann gleich den Mais hinterher. Ich habe da jetzt so ein bisschen Wasser noch reingetan. Ich muss das Ganze mal wieder ein bisschen aufkochen. Und dann kommt da mal ganz viel Paprika und Chili rein, damit das schon mal die rote Farbe bekommt. So wie es ja auch gehört. Schön drei Löffel edelscharf Paprika, dann von meinem Lieblingspfeffer wieder und ein bisschen Salz darf natürlich auch nicht fehlen. Das sieht immer so wenig aus bei uns in den Videos, das ist aber noch ein bisschen mehr an Salz als das, was man da so sieht. Ich habe da jetzt ein bisschen Gemüsebrühe reingeworfen, weil Hackfleisch würde jetzt ja eigenen Geschmack mitbringen und das Tofu, das bringt ja, wie ich immer sage, das schmeckt ja nach nichts. Ne? Und genau so ist es. So müssen wir jetzt hier mal so ein bisschen Kraft reinbringen, damit da mal wieder ein bisschen Geschmack da ist. So, aber ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen was gebracht hat. Dann gucken wir gleich mal. So, dann sind wir jetzt auch schon fertig. Dann können wir auffüllen. Ist ein verhältnismäßig schnelles Gericht und
war ja auch einfach zu machen. Ich stehe hier schon wieder so gelangweilt rum, weil wir sind fertig. Na, das war eine schnelle Nummer, sage ich euch. Also, Tofu als unser Ersatz für unser Hackfleisch in unserem Chili con Carne, schön abgelöscht mit Whisky, wie immer. Ich finde, das sieht gut aus. Sieht jetzt ein bisschen heller aus als sonst, wenn man das mit Hackfleisch macht. Schmeckt aber genial. Wir essen da jetzt einfach nur ein bisschen Brot zu. Ich finde, mehr Worte brauchen wir gar nicht zu verlieren. Kocht es nach, abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Ja, dann bis zum nächsten Mal sagen. Und Frank von foodblog-hamburg.de. Tschüss.